Herzlich willkommen zu unserer astrologischen Monatsprognose November 2021. Wir haben einen Monat voller Liebe, aber auch heftiger Streitereien. So jedenfalls haben wir den November in unserem Sternbild-Magazin, in unserer monatlichen Astrologiezeitschrift tituliert. Der Monat beginnt schwierig. Wir haben zwar am 1. ein Merkur-Jupiter-Trigon, das durchaus positive Gedanken schenkt, gleichzeitig steht nun aber auch Merkur im Quadrat zu Pluto und das deutet auf Auseinandersetzungen hin und übermäßige Kritik, die sich nun auch in diesen Tagen breit macht. Also man zweifelt alles wieder an und schießt dagegen. Am 4. wird die Zeit dann nun endgültig sehr plutonisch, düster, dunkel, skorpionisch. Man kann es nicht anders bezeichnen. Wir haben einen Neumond im Skorpion. Skorpionmond ist immer so ein bisschen konfliktreich im Inneren und also die Seele wird da so ein bisschen zur Mördergrube. Und Neumond ist eigentlich immer gut für Neubeginn, für Transformationen, vor allem im Skorpion, für Veränderungen, tiefgreifende. Dieser Neumond steht nun zusätzlich in Opposition zu Uranus und auch Uranus ist, ist ja der Planet des Neuen, der Veränderung. Aber es ist eben eine Spannung, eine Opposition, die Uranus zum Neumond bildet. Und deshalb besteht die Gefahr, dass wir nun voreilig etwas machen, also unübereilt, weil wir uns nicht gedulden können, weil wir es nicht abwarten können. Und so besteht die Gefahr von vorschnellen Handlungen und Entscheidungen. Also da müssen wir aufpassen. Und auch die Tage vor diesem Neumond sind nun sehr gefährlich, da Sonne, Opposition, Uranus auch immer eine Art Attentat, Ausraster, Aspekt ist. Es geschehen destruktive Handlungen aus dem Affekt heraus, also zweite, dritte, vierte sind schon sehr, sehr kritische Tage. Und vorerst wird es noch nicht besser. Am 10., in den ganzen Tagen um den 10., aber am 10. exakt, gerade genau, haben wir eine Merkur-Mars-Konjunktion im Skorpion. Und alleine Merkur-Mars im Skorpion ist ein unglaublicher Streitaspekt. Man weiß, Merkur im Skorpion ist sehr tiefgründig, aber auch sehr kritiksüchtig. Und mit Mars wird das Ganze noch angeschärft, angewürzt und so kommt es zu heftigen, heftigen, heftigen Streitereien in diesen Tagen und Auseinandersetzungen. Es drohen auch Unfälle, da Unfälle immer dann passieren, wenn man innerlich besonders angespannt ist. Auf jeden Fall werden Sie in diesen Tagen auf den Straßen merken, die Leute sind irgendwie verrückt, angespannt, außer sich. Und dieses Ganze, diese Merkur-Mars-Konjunktion steht in diesen Tagen um den 10. nun auch noch in einem Quadrat zu Saturn, was das Ganze noch düsterer, noch negativer macht. Wir haben intern in unserem Team diskutiert, das sind mit die härtesten Tage im ganzen Jahr, muss man so sagen, die gefährlichsten, kritischsten Tage vom ganzen Jahr. Dann gehen Merkur und Mars, laufen ja schnell weiter, während Saturn ja sehr viel langsamer sich bewegt, da stehen bleibt im Wassermann. Merkur und Mars laufen weiter am Himmel und bewegen sich auf die Opposition zu Uranus zu. Merkur-Uranus-Opposition ist gerade genau am 13., Mars-Uranus-Opposition am 17. Das heißt, bis dahin bleibt diese Zeit sehr unruhig, sehr angespannt. Wir dürfen nicht die Nerven verlieren und wir sollten wirklich darauf achten, dass wir in diesen Tagen nichts voreilig entscheiden, unternehmen, zusagen. Dann wird die Zeit langsam immer noch interessanter. Am 19. haben wir eine partielle Mondfinsternis im Stier. Diese Mondfinsternis wird begleitet von einer Mars-Uranus-Opposition, die ist da immer noch leicht wirksam, und einem Merkur-Jupiter-Quadrat. Dadurch, dass es eine Finsternis im Stier ist, müssen wir vor allem auf unser Geld achten. Ja?
Es wäre riskant, in diesen Tagen Geld zu verleihen. Wir müssen achten, dass wir nicht unnötige Geldausgaben machen. Also es geht darum, auch das Geld ein bisschen zusammenzuhalten. Da könnten jetzt auch wieder große Verluste entstehen, wenn wir jetzt irgendwas investieren oder Geschäfte machen. Also bitte vorsichtig unter dieser Mondfinsternis im Stier. Gleichzeitig steht nun diese Finsternis oder wird diese Finsternis auch begleitet von einer Venus, die im Trigon zu Uranus steht. Das ist wieder sehr interessant, weil Venus, Trigon, Uranus heißt, es ist die überraschende Liebe. In Verbindung mit einer Finsternis heißt es, ja, es kann eine Liebe sein, eine völlig ungewöhnliche, an die man wirklich gar nicht gedacht hat, die einen fast verstört. Also die einen irritiert und trotzdem ist sie ganz magisch stark da. Also das ist schon so eine verrückte Zeit ein bisschen. Und ja, dann wird die Zeit eigentlich immer besser. Der ganze restliche November ist großartig, großartig von den Sternen. Vor allem durch die Venus weiterhin, die nun vom 18. November bis 4. Dezember, also eine sehr lange Zeit, steht Venus im Steinbock, im Sextil, das ist ein freundlicher, anregender Winkel zu Mars im Skorpion. Es ist ungewöhnlich lang für so ein Sextil und es ist sehr schön, weil das heißt, diese Liebe liegt wirklich in der Luft. Und ich habe in meiner ganzen Erfahrung, also in meinen ganzen, ja, weit über 30-jährigen Tätigkeit als Astrologe, immer wieder beobachten können, wenn Menschen sich kennengelernt haben unter Venus-Mars-Winkeln, unter positiven, harmonischen, dann war das wirklich oft eine ganz große Liebe. Also wenn sie sich da näher gekommen sind, dann ist es oft zu einer ganz großen Liebe gekommen, die das ganze Leben möglicherweise hält. Und Venus im Steinbock ist ja die treue Liebe, es ist die tiefe Liebe. Viele denken, Venus im Steinbock ist so ein bisschen langweilig, vorsichtig. Ist sie überhaupt nicht. Sie hat eine große Tiefe im Sinne des positiven Saturns, der ja der Zeichenherrscher des Steinbocks ist. Und durch den Mars im Skorpion, zu dem sie im Sextil steht, also nochmal vom 18. November bis 4. Dezember, ungewöhnlich, wird diese Venus aufgeweckt. Sie gewinnt, sie hat nicht nur Tiefe, sondern sie hat auch eine große Leidenschaft. Also tolle Tage und auch wenn Sie in einer festen Beziehung bereits sind, sollten Sie jetzt alles tun, um die Beziehung neu zu beleben, wieder zu aktivieren. Muss man ja bei der Liebe immer. Die Liebe ist kein Vertrag, den man für immer sicher hat. Man muss sie immer wieder neu gewinnen. Und ja, also insofern endet dieser November doch noch sehr gut, der allerdings auch bis zum ja, 17., 18., 19. doch auch sehr schwierige Konstellationen und Aspekte hat. Kurz noch etwas in eigener Sache. Allgäuers astrologisches Jahresbuch 2022 ist seit dem 15. Oktober wieder im Zeitschriftenhandel erhältlich. Ab jetzt, also ab 2022, ab diesem Jahresbuch, aber auch in allen Buchläden in Schweiz, Österreich, Deutschland. Wir haben zu diesem Jahresbuch ein extra Video gemacht, um Ihnen kurz die Inhalte vorzustellen. Dann will ich Sie noch an unsere Astrokolleg, an unsere Astrologieschule, die über Fernkurs zum Astrologen bildet, erinnern. Wir haben ja die Aktion am Laufen, wer jetzt einsteigt in den Fernkurs, in diese Ausbildung, der erhält als Geschenk eine persönlich ausgearbeitete Jahresprognose. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und guten November 2021 mit vor allem viel Liebe. Alles Gute.